Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef. Das sieht ja zwar nicht aus wie München, aber wie Hennigsdorf. Eigentlich sollten wir jetzt gerade in diesem Moment in München sein, aber ich sag's mal so, verlässt man sich auf andere, dann ist man verlassen. Deswegen bleiben wir einfach jetzt bei unseren Wurzeln, müssen nochmal umplanen und wir sehen uns bald in München. Und wir dachten uns, wie kriegen wir jetzt hier nochmal die Kurve? Wir machen einfach was Neues. DSDS geht nächste Woche weiter. Diese Woche kommen wir einfach mal ein bisschen runter von dem Neujahrsstress, von der ganzen Zeit und machen mal eine schöne Dorf-Foodtour. Haben wir damals gemacht, kamen bei euch super an und ich denke, in Deutschland kommen auch einfach viele Leute aus dem Dorf. Nicht jeder kommt aus einer Großstadt wie wir, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, keine Ahnung was. Viele leben einfach auf dem Dorf und deswegen kam das wahrscheinlich so gut bei euch an und deswegen machen wir jetzt hier weiter. Zwei Jahre später, Dorf-Foodtour hier in Hennigsdorf, zum Beispiel bei uns. Zwei Jahre? Ja. Das hört sich echt krass an. Ja. Zwei Jahre, Bruder. Wir haben viele neue Läden aufgemacht und auch noch Läden, die ihr noch nicht kennt. Deswegen würde ich sagen, wir machen schön Dorf-Foodtour Teil 1 und Teil 2. Und dann geht es weiter mit DSDS, mit neuer Energie, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das wird Spaß machen. Support your local. Unterstützt die kleinen Läden, gerade da, wo du herkommst, da, wo du wohnst. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin gespannt. Wir bringen euch einfach mal unser kleines Dörfchen so ein bisschen näher. Und also, zumal kann sich so ein kleines Dörfchen auch entwickeln. Das heißt, wir waren lange hier in der Umgebung nicht mehr essen. Vielleicht ist ja auf einmal voll krass. Ja, und ich finde, die haben auch einfach unseren Support verdient. Ne? Wir supporten andauernd Läden außerhalb. Und ich würde sagen, ey, wir wohnen hier. Hier ist unser Zuhause. Hier bestellen wir, hier essen wir. Lass einfach mal zeigen, was geht. Vielleicht bringen wir sogar noch so ein Lieferding mit rein. Schauen wir einfach mal. Ne? Gucken wir mal, was passiert. Also, komm mit. Komm mit. Digga. Ich muss auf einen Wortschatz rausschicken. Wo es jetzt zuerst hingeht, wir haben Hunger. Und Durst haben wir. Und Durst. Heute ist Super Bowl Halbfinale, Playoffs. Wer gewinnt den Super Bowl? Das soll ich sagen. Die Leute müssen die Daumen mal wieder ein bisschen. Ja, Daumen nach oben, Algorithmus, das ist ein bisschen im Arsch, so, weil halbes Jahr weg gewesen und so, ihr wisst Bescheid. Ne, einmal gehen. Und ich glaube, viele können es auch nachempfinden. Letztens, wo wir die Hotels in Berlin abgedreht haben, waren wir mal kurz bei Lieferando drin und haben gesehen, 1800 Restaurants in der Umgebung, wo man bestellen kann. Mit allen Lebensmitteln, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, jede Länderrichtung, also da kann man ja aus dem Vollen schöpfen. Und auf dem Dorf ist es meist so 7, 8, 9 Stück. Was machst du da? Kriegt man da gutes Essen auf dem Dorf? Wie schmeckt es auf dem Dorf? Gibt es da irgendwas, was man, womit man sich ernähren kann, wenn man keinen Bock hat zu kochen? Und vor allem, Bruder, du darfst nicht vergessen, können wir ja vielleicht das hinkriegen sogar, dass wir neue Kreationen schaffen. Ich meine, hier sind nicht die wildesten Döner, vielleicht nicht die wildesten Currywürste, aber was haben wir daraus geschaffen? Ein Currywurst-Döner. Genau, haben wir auch hier gedreht. Dicker, du kannst schon irgendwas machen. Und sogar ein Evandio, der ist hier nach Hennigsdorf gekommen und hat sich hier den Hennigsdorf-Döner bestellt. Nein, Evandio ist nicht. Nein, weil er sich dachte, den gibt es nur in Hennigsdorf. Obwohl er überall einen Currywurst-Döner machen kann. Achso, stimmt, der ist ja hierher gefahren, extra nach Hennigsdorf. Nee, lieber Evandio. Currywurst-Döner gibt es überall, wo es Currywurst und Döner gibt. Ja, das meintest du ja gerade. Ja. Dass man dann neue Kreationen schafft. Aber sag, wie hält man sich auf dem Dorf über Wasser? Wir rocken das Ding, wir bringen die Dörfer auf die Karte. Genau. Vielleicht sind wir ja bald in eurem Dorf. Erste Location ist Tsutaki, ein Grieche hier bei uns. Aber bitte guckt mal, wie versteckt der ist. Also, wenn du hier kein Insider bist und hier nicht wohnst, würdest du da nie hinfinden. Kommt mal mit kurz, ich will euch mal den Weg zeigen. Erstmal gehst du hier einfach ins Nirgendwo rein. Erstmal musst du hier so eine Einbahnstraße irgendwo reinfahren. Das ist der erste Punkt. Dann ist das versteckt hinter so einem Innovationsgelände. Genau hier in den Häusern habe ich meine erste Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Also, Bewerbungstraining hier. Ja. Und hier saßen wir mit der Schulklasse und mussten ganz fein den ganzen lieben langen Tag Bewerbungen schreiben. Und genau daneben Tsutaki. Genau, aber es gehen da immer viele Leute hin, ne? Hier in der Hennigsdorf? Jeder. Ja. Jeder war mal hier. Jeder war auf jeden Fall schon mal da. Jeder war hundertprozentig schon mal da. Ich war auch schon ein paar Mal da. Ja. Wie versteckt der Eingang ist. Ihr müsst da hoch, da müsst ihr durch so einen schmalen Gang laufen. Ja, ihr würdet niemals denken, dass du hier in ein Restaurant kommst, ne? Wie heißt das? Blaue Wunder? Das Blaue Wunder, ja. Sieht auch wunderbar aus von außen. Erstmal schon mal eindrucksvoll für ein Restaurant, alles so verglast, mit so einer kleinen Brücke, wo du rüberläufst und so. Erstmal ganz schick, ne? Schnuckelig. Voll. Ey, die sind super lieb hier und einfach, um es für euch auch so ein bisschen spannend zu machen, haben wir jetzt einfach mal gesagt, ey, mir ist es eigentlich völlig egal. Griechisches Essen ist super. Lasst uns einfach überraschen. Bringt was. Wir wollten uns gerade die Karte bringen, haben gesagt, guckt doch erstmal rein. Sag ich, nö. Macht einfach, was ihr wollt. Vorspeise, Hauptspeise, ich hab Durst. Wir gucken einfach mal und schauen mal, mit was wir überrascht werden. Ich hatte gerade eine schöne Idee auch für unsere Zuschauer. Gesagt haben, dass ihr uns einfach überrascht, weil dann lasse ich mich überraschen und die Zuschauer wissen auch vorher nicht, was wir bestellen. Das heißt, ne? Ihr sucht euch die Gerichte aus und wir wissen nicht, was ihr uns bringt. Also du sagst es auch nicht jetzt. Du machst das für den Zuschauer ein bisschen spannender, weil wir wissen nicht und dann
bleiben die Leute vielleicht auch dran. Eine wunderschöne Karte. Definitiv, ne? Sieht gut aus, ja. Hochglanz mit tollen Bildern vorab drin. Macht Bock auf Urlaub eigentlich. Vielen lieben Dank. Und vor allem nicht nur ein schönes Ambiente, nicht nur eine schöne Karte, nicht nur, dass das Personal sehr freundlich ist, nein, das Personal ist auch authentisch. Das sind wirklich, das ist eine griechische Familie, finde ich einfach immer schön. Macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß, dann in solchen Lokalen zu sitzen. Ich finde es auf jeden Fall bisher sehr, sehr angenehm. Dankeschön. Ich nehme den. Ja, ich bin eine süße Maus. Brudi, Prost. Boah, Digga, der ist doch überlecker. Freunde, trinken kein Alkohol, Alkohol ist schlecht. Wenn die richtig schlau sind, ne? Ich würde es auch genauso machen wie die. Würde mir einfach 10 Cocktails vorher reinjagen, dass sie dann das Essen bewerten. Oh, dankeschön. Wow. Dankeschön, ja. Okay, jetzt ist die Vorspeise gekommen und nicht nur eine Vorspeise. Schaut euch das mal an, eine schöne Mese hier. Wir testen mal die Bällchen. Was sind das für Bällchen? Eine Mischung, glaube ich, aus Kartoffeln und Käse. Wie so Next Level Kroketten. Sehr fettig, sehr ölig, sehr knoblauchhaltig. Ich glaube, ein paar Chilis noch drauf, ne? Ein paar Röstaromen. Wie man schon sieht, sehr soft. Und jeder kennt es nochmal extra durch den Tzatziki durch. Aber es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Ne? Ich war das letzte Mal hier vor 3-4 Jahren. Ja. Und ich gebe wirklich ehrlich zu, ich war damals nicht so überzeugt, auch vom Aussehen und vom Look nicht. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Menschen entwickeln sich so wie Restaurants. Und das hier ist bis jetzt wirklich richtig, richtig lecker. Bis jetzt war alles gut, alles ist sauber, alles ist schön angerichtet. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich will mal ganz kurz durch diese Lachscreme gehen. Rosa ist immer so eine Farbe, wo du denkst, so genauso wie blau, gerade in Verbindung mit Fisch, blau ist, aber lecker. Ganz leicht fischig, salzig, lecker. Ja, wir haben hier so gefüllte Weinblättertäschchen. Probier die doch mal aus. Kennt, glaube ich, jeder, oder? Der Standardgeschmack, ne? Kann man nichts falsch machen. Bis jetzt kannst du nichts falsch machen. So, dann haben wir jetzt hier noch so eine gefüllte Tasche. Sieht erstmal aus wie Blätterteig. Oh. Boah, Digga, die werden ja richtig gut schmecken. Eieiei, ich weiß, guck mal, was da rauskommt. Wir haben gerade eine Spinat-Käse-Mischung, die sich gewaschen hat. Also. Und weil man es immer wieder viel zu wenig erwähnt und wertschätzt, genießt die Zwischenzeit mit euren besten Freunden. Klar sind wir mit Kamera und so, aber auch einfach mal schön wieder auf entspannt mit dem besten Freund zu sitzen, sich einen schönen Abend zu machen, schönes Essen, schöne Location, viel wert in der heutigen Zeit. Also verbringt auf jeden Fall mehr Zeit mit euren Liebsten da draußen. Erstmal an dem Punkt ganz viel Liebe an euch da draußen. Die ganzen lieben, netten Kommentare, dafür will ich mal Danke sagen. So unfassbar viel positives Feedback von euch in der letzten Zeit bekommen. Crazy. Also in unseren Kommentaren herrscht momentan nur Positivität. Dafür erstmal ganz, ganz viel Liebe, dass ihr das alles anerkennt. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir uns mal die Hauptspeise ein bisschen schmecken, nicht? Das ist eine wunderschöne Platte. Angerichtet mit jeder Fleischsorte des Hauses, glaube ich, hier. Schönen Pommes dazu. Dann haben wir überbackene Kartoffeln. Wir beißen als erstes in dieses schöne Lammquartett rein, ne? In dieses Lammkarree. Bauernhof oder geil? Ich finde auch, wenn man keinen Lamm mag, sollte man keinen Lamm testen. Ich mag sowohl den Bauernhofgeschmack, noch würde ich eine Ziege essen. Ich mag Lamm, ich mag das in jeder Form. Ein junges Lamm hat sogar für mich nicht mehr so den eigenen Charakter, deswegen perfekt, wunderbar. Also schauen wir mal, was wir hier haben. Man sieht eine sahnige Soße darunter. Kartoffeln, ich glaube, kennt jeder, ne? Irgendwo ran erinnert mich der Geschmack, probiert mal. Aber ey, Freunde, essen muss glänzen und es glänzt. Es ist frisch und es ist saftig. Und wir essen weiter. Oh mein Gott. Das ist wirklich krank zart, ne? Wenn ich sage, ich will griechisch essen gehen, hat mich das hier bisher mehr als erfüllt. Ein Schweinesteak, das war so schön angegrillt und so voller Kräuter, Feuer mariniert. Super lecker. Ich dachte sogar, das wäre so ein geformtes Hackfleisch, aber das ist einfach nur ein Schweinesteak. Aber wie gesagt, vorher schön eingelegt, deswegen auch die Farbe. Schönes Grill, Gitter drin. Wunderbar. Und da kann man sich streiten, ob man es mag oder nicht. Das kriegt ihr beim Jugoslawen auch. Also der ist super butterig. Das sieht ihr hier von der Körnung. Wunderbar. Über das Tiefkühlgemüse kann man sich streiten. Finde ich aber auch okay. Ist halt so ein Klassiker. Wunderbar. Gyros, ein wichtiges Thema auch. Aber ein schön saftiger Gyros, wie ihr hier seht. Ja. Das ist kein Fett, das ist Saft. Schön bisschen mit Zwiebeln. Wenn man hier einen schönen Familienabend, dann ist das auf jeden Fall drin. Es ist ein Familiengrieche.
Du kommst natürlich jetzt nicht her und erwartest hier die Haute Cuisine der Griechen. Das nicht. Du kriegst eine schöne Grillplatte, du kriegst ein paar Pommes, denke, wie das auch jeder bei sich vor der Haustür kennt. Aber halt auch schön angerichtet. Sieht toll aus, hat bis jetzt alles geschmeckt. Ihr kriegt Cocktails hier. Ihr könnt hier auf jeden Fall raustalken auch am Ende des Abends. Die Leute sind super nett. Und zumal, man fühlt sich einfach wohl. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Mhm. Man muss Sachen auch immer so sehen, wie sie sind. Das ist halt auch das Wichtige. Und hier hast du einfach einen schönen Familiengriechen. Mmh. Das ist hier noch mit ein paar Zwiebeln für den gewissen Crunch. Oh, genau, nur noch mal für den Abschluss. Einfach ein kleines Dessert würden wir noch nehmen. Ja? Aber nur für eine Person. Ja? Also wir teilen uns das dann. Weil ihr habt uns so viel gebracht, wir können nicht mehr alles essen. Die ist so nett. Ja, ich würde sagen, mit dem Dessert danach ist auch die Folge vorbei. Ich würde sagen, wir können auch mal eine kurze Folge in einem Restaurant machen. Machen wir zurzeit viele. Wäre jetzt Schwachsinn, noch in einem Restaurant zu gehen. Das wird ja irgendwie den Vibe nehmen. Ne? Und dann machen wir einfach weiter, ne? Mit unserer Dorftour. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kommen nochmal bei drei wieder. Und dann ab übernächster Woche sozusagen wieder. Ja, ab nächster Woche. Wieder DSDS, genau. Einmal in die Kommentare, was war euer Rekord an Usos bei den Griechen? Ich würde es gerne mal wissen, mal sehen, wer den Rekord bricht, aber ehrlich antworten. Auch einfach mal Blocky 030 oder Schlovi abchecken. Aber schaut mal hier, einen schönen Scoop griechischen Joghurt. Honig, Walnüsse. Es schmeckt halt nach griechischem Joghurt mit Honig und Walnüssen. Aber als Abrundung, um wieder alles zu neutralisieren, vielleicht auch den Knoblauch, das ist, glaube ich, eine angenehme Sache. Und vielleicht gehst du auch nicht mit so einer Knoblauchfahne nach Hause, ne? So, ich verabschiede mich jetzt. Das war eine neue Folge, Wer will Beef? Wenn es wie heißt, Blocky und Schlovi schlingen sich durch die Schlingerigkeiten. Eine Frage mal nach von euch, ja, der jetzt hier bis zum Schluss zugeguckt hat, kann es ja beantworten. Wie sind denn die Dönermänner eigentlich? Wollt ihr Dönerfolgen wieder von uns sehen oder sollen wir es weglassen? Kein Döner mehr oder doch Döner mehr? War das schön? Super schön. Ciao, Freunde. Macht euch einen wunderschönen Tag. Ganz viel Liebe von Blocky und Schlovi. Peace. Ich würde es so machen.